So sehen Siegerinnen und Sieger aus und so und so und so. Und bald könnte auch deine Favoritin oder dein Favorit hier stehen. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist, sie oder ihn bis zum 29. November für einen der begehrten Awards zu nominieren. Wer wird unter anderem Gründerin oder Gründer des Jahres oder Investorin oder Investor des Jahres? Du hast es in der Hand. Mit den German Startup Awards ehrt der Startup-Verband zum dritten Mal die herausragendsten Persönlichkeiten des deutschen Startup-Ökosystems. Gerade die vergangenen Monate haben gezeigt, in wie vielen Bereichen wir in Deutschland neue Lösungen brauchen. Und gerade junge Unternehmerinnen und Unternehmer haben den Mut und die Fähigkeiten, nach digitalen, innovativen Lösungen zu suchen und diese in die Tat umzusetzen. Das muss geehrt und gefeiert werden. Und deshalb rollt der Startup-Verband 2022 auch wieder den roten Teppich aus. Richtig verstanden, nicht digital, sondern analog diesmal wieder. Corona-konform versteht. Ich kann es kaum erwarten, die Awards am 19. Mai im Tipi am Kanzleramt zu moderieren. Lasst uns gemeinsam die herausragendsten Köpfe der Szene ehren und auszeichnen und im besten Fall auch mit ihnen anstoßen und mit euch auch. Ich freue mich tierisch.